Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Schwierige Fragen im Vorstellungsgespräch. Und heute haben wir eine Frage, die ich am allermeisten verabscheue, aber die halt immer noch von vielen Personalern gestellt wird. Und zwar ist das die Frage nach den Stärken und nach den Schwächen. Kennen Sie Ihre Stärken? Kennen Sie Ihre Schwächen? Das ist die Frage, die wir sehr, sehr häufig in Vorstellungsgesprächen erfahren und die wir auch alle nicht mehr hören können und die aus 1985 oder sogar 1970 ist. Aber sie wird weiterhin gefragt. Und wenn diese Frage nicht gefragt wird, dann wird danach gefragt, wo deine größte Herausforderung war oder wo du krass gescheitert bist. Also auch da gibt es verschiedene Varianten, diese Frage zu stellen. Der Personaler möchte natürlich herausfinden, was sind denn deine Stärken, was sind deine Schwächen und vor allem, wie gut kennst du sie? Und um diese Frage optimal zu beantworten, braucht es ein bisschen Vorbereitung. Und dafür habe ich wieder ein Tool für dich, was ich mittlerweile schon sehr, sehr häufig in den Videos erwähnt habe, weil es die Allzweckwaffe im Prinzip im Vorstellungsgespräch ist. Und das ist das Tool PEATS. PEATS, 5 Buchstaben. Jeder Buchstabe steht für eine Sache, nämlich Problem, Projekt. Welches Problem oder Projekt hattest du? Erschwernis, was hat das Ganze verkompliziert? T steht für Tätigkeiten, was hast du konkret gemacht, um diese komplizierte Situation zu lösen? E, was war das Ergebnis bzw. der Erfolg? Und S, was sind die Stärken? Und du bereitest dich im Prinzip auf diese Frage vor, indem du genau Gedanken darüber machst, welche Probleme habe ich in der Vergangenheit gehabt, und davon hast du bestimmt eine ganze Menge gehabt, und wie habe ich sie gelöst? Wenn der Personaler dich jetzt aber danach fragt, was sind Ihre Schwächen oder beziehungsweise wo sind Sie gescheitert? Dann ist es ganz wichtig, das nicht einfach nur zu erwähnen, sondern vor allem davon zu sprechen, was deine Learnings waren. Die Learnings sind extrem wichtig, um eben auch zu zeigen, dass du reflektiert bist, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast und dass du dir überlegt hast, heute würde ich das Ganze anders angehen. Ganz wichtig allerdings, wenn du von scheiternden Situationen sprichst, natürlich nicht von der Situation von letzter Woche, sondern von einer Situation, die etwas weiter mehr in der Vergangenheit liegt. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein nächstes Vorstellungsgespräch und freue mich auf das nächste Video mit dir. Und wenn dir das gefallen hat, dann gib uns gerne ein Like, abonniere dieses Video bzw. diesen Kanal und dann freue ich mich auf das nächste Video mit dir in der nächsten Woche. Mach's gut, bis dann. Ciao.